27. Dezember, 14:11 Uhr, Anwaltskanzlei Wright & Partner und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Ja, dieser Part war schon mal oben mit ganz, ganz bescheidener Audioqualität. Ich hatte dann ein paar Probleme mit meinem Mikrofon, aber das habe ich jetzt wieder geregelt. Ich war bloß 4 Wochen weg und in der Zeit ist mir das leider nicht aufgefallen. Das heißt, dieser Part wird jetzt nochmal kommen und danach geht es leider erst weiter. Aber das jetzt halt mit besserer Audioqualität ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Ich habe da mal ein bisschen was am Mikro rumgewerkelt und hoffe, dass das jetzt auch einfach alles so funktioniert, wie ich das möchte. Und zusätzlich habe ich noch eine weitere Neuerung gemacht, die ihr hier jetzt wahrscheinlich genau jetzt am besten zu sehen kriegt. Denn ihr merkt schon, wir haben jetzt nur noch einen Bildschirm, denn ich habe mir gedacht, bei Phoenix Wright im unteren Bildschirm passiert eh fast nichts, außer dass da die Beschreibung von den Gegenständen stehen. Die kann ich aber auch vorlesen, ohne dass ihr das seht, aber so habt ihr halt einen viel größeren Bildschirm für das, was da eigentlich passiert. Und ich denke, das ist doch in jedermanns Interesse. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das so besser findet oder halt mit den zwei Bildschirmen nebeneinander. Ich gehe da gerne auf euch ein, was ihr besser findet. Ich habe bei beiden eigentlich selbst keinen Mehraufwand und ja, deswegen sagt mir, wie ihr es besser findet. Ich finde das so, denke ich, ganz angenehm zum Anschauen dann eher. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren. Und ja, starten wir doch einfach mal in den Fall hinein. Wovon hat Herr Edgeworth gesprochen? Von der Erinnerung an ein Verbrechen, das ich begangen habe. Die Erinnerung an einen Mord. Davon habe ich gesprochen. Glaubst du wirklich, Herr Edgeworth tötete... Nein, nein, das glaube ich nicht. Nicht Edgeworth. Ihm klagen in letzter Zeit einige schmerzhafte Erinnerungen. Aber auf keinen Fall hat er jemanden umgebracht. Auf keinen Fall. Nick? Yo, 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 wie geht's euch, Mann? Leute, Leute, was sagt ihr zu meiner Leistung heute, hä? Ich hab mich zur Ekstase gebracht, war Maya? Ekstase mich? Oh, ja, ja, ja. Mir ist immer noch ganz, ganz schwindelig von dir, Larry. Na klar, na klar, na, sag schon. Es war lieber auf den ersten Blick, oder? Oder, Nick, komm schon, komm schon. Ich? Ja, vielleicht hat mein Herz für ein oder zwei Schläge ausgesetzt. Ich glaube, du könntest etwas mehr Begeisterung zeigen, Bruder. Komm schon, ich habe Edgeworth da drin gerettet, Kumpel. Edgy. Ihr solltet euch von mir verneigen, oh ja. Verneigt euch vor eurem Helden. Vor Larry. Larry Woods. Ach, alles klar, Larry. Wir reden noch über den heutigen Prozess, aber ich muss mal heute was zu trinken aufmachen. Das war jetzt irgendwie schon ganz schön stressig, mit Larry zu reden. Nee, aber die Voreinstellungen eben haben eine Weile gedauert. Das ist das Problem. Ja, dann train die Hose voll gesabbert. Nee, aber... das habe ich jetzt zum Glück alles lösen können und wenn der Part jetzt nichts wird, dann ärgere ich mich grün und blau, aber ich denke, das wird schon. Larry, du hast uns beim Prozess heute aus der Klemme geholfen. In der Tat. Und hilft IPC mit Koffein? Ja, lassen wir das. Wärst du nicht da gewesen, Larry wäre ja etwas schuldig gesprochen worden. Ja, 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 Mann, ja. Aber im Ernst, Nick. Diesen Bootsverleiher finde ich ziemlich verdächtig. Edgys Kopf ist noch nicht aus der Schlinge. Verdirb uns nur die Stimmung, Larry, alles klar? Hey, ich bin nur ein einfacher Zuschauer, klar? Aber von meinem Platz aus schien Edgy ziemlich nervös. Ich meine, woher willst du wissen, ob er über diese Nacht die Wahrheit gesagt hat? Nick? Ich weiß es nicht, aber was ich weiß ist, ich glaube an euch beide, bis zum Ende. An uns beide? An Edgeworth und an wen noch? Du meinst mich, oder? Nicht doch, nicht doch. Nein, er meint mich, oder Nick? Ja, dich, Larry. Was? Nicht mich? Aber warum Larry, Nick? Hä? Was? Eigentlich hat sie recht. Warum ich, Nick? Jetzt hast du lange genug geschwiegen. Ja, reden wir doch über Edgeworth. Nick, warum vertraust du in Edgeworth so sehr? Ich meine, er hat sich in letzter Zeit ziemlich verändert. Aber als wir ihn zum ersten Mal trafen, war er ein ziemlicher Idiot, nicht wahr? Du kanntest ihn damals eben noch nicht. Damals, als er noch Verteidiger werden wollte. Moment mal. Meinst du damals, als ihr noch Klassenkameraden wart? Ja, in der Grundschule. Sie retteten mich, Miles und Larry. Sie retteten mich und ich hab's nicht vergessen. Darum bin ich Strafverteidiger geworden, weißt du? Was? Hey, 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 Larry, wovon redet er da? Ja, Entschuldigung, ne? Hab ich echt vergessen, ne? Idiot. Gut, Nick, raus damit. Ich werd's erfahren, definitiv. Schon gut, schon gut. Das ist aber eine lange Geschichte, also mach's dir gemütlich. Es war Frühling und wir waren in der 4. Klasse. Ich stand vor Gericht. Ein Klassengericht. Ein Klassengericht? Ja, das Schulgericht. Erinnerst du dich, Larry? Frühling, 4. Klasse. Einem Mitschüler war das Essensgeld gestohlen worden. Essensgeld? Unsere Schule war ziemlich klein. Jeden Monat brachten wir Schüler einen Umschlag mit Geld für das Mittagessen mit. Ach so, ja, ich verstehe schon. Jedenfalls war der Umschlag dieses Schülers verschwunden. Darin waren noch $38.
Oh ja, 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 jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich wieder. Ich kann verstehen, warum du es vergessen hattest. An dem Tag warst du nämlich gar nicht in der Schule. Jedenfalls wurde der Umschlag während dem Sportunterricht gestohlen. Ich war erkältet, also ging ich an dem Tag nicht in die Sportstunde. Ich war als Einziger im Unterricht. Beziehungsweise nicht im Unterricht. Also dachten sie, dass du es warst? Ja, die anderen Schüler wollten ein Schulgericht. Gericht? Also gab es am nächsten Tag ein Klassengericht. Und ich war der Angeklagte. Ich war es doch nicht. Schuldig! Er war es! Schuldig! Du warst es! Dieb! Gib mir mein Geld zurück! So ein Füßling! Keiner soll mehr mit ihm spielen! Gib zu, dass du es weißt! Die Wahrheit kommt durch sie raus! Gib's zu! Wir spielen nie mehr mit dir! Ja, und mein Radierer kriegst du auch nicht mehr! Er wird aus der Staffel ausgeschlossen, oder aus der Bibliotheksgruppe! Her mit den 50 Cent, die ich dir geliehen habe! Hast du neulich die Bank überfallen? Phoenix, jetzt weißt du, dass man kein Geld stiehlt! Es ist falsch! Am Ende glaubte sogar mein Lehrer, dass ich es gewesen bin. Entschuldige dich bei der Klasse, Phoenix! Ich wusste nicht mehr, was los war. Ich war am Boden zerstört. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Sie alle starrten mich an, als sei ich's gewesen. Ich versuchte mich zu entschuldigen. Ich ging zu dem Jungen rüber. Da passierte es. Einspruch! Er braucht sich nicht zu entschuldigen. Das Einzige, was vor Gericht zählt, sind Beweise. Nichts anderes. Ihr solltet euch alle schämen. Ihr Amateure! Miles? Du hast mein Geld nicht gestohlen, nicht wahr? Nein. Dann brauchst du dich auch nicht zu entschuldigen. Alle haben dich angeschrien, dass du es getan hast, aber keiner hat einen Beweis. Darum, euer Ehren, ist dieser Junge unschuldig. Aber Miles, es war dein Geld, was gestohlen wurde. Ja, genau, er war es, er hat's getan. Wir brauchen keine Beweise, sag ihm, er soll dich entschuldigen. Haltet jetzt endlich die Klappe. So läuft's doch immer. Die Meute tut sich zusammen und sucht sich einen Schuldigen. Stellt euch vor, wie sich das anfühlt. Er hat gesagt, er hat's nicht getan, also hat er's auch nicht getan. Na schön. Ich werde das Geld selbst ersetzen. Das Klassengericht ist vorbei. Ha. Idioten, Kinder. So war das. Danach waren wir drei Freunde. Wow, ich hatte keine Ahnung. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich meine, ich habe es vergessen, ja, schon klar. Damals begriff ich, was es bedeutet, allein zu sein. Vollkommen allein, ohne einen einzigen Freund auf der Welt. Das war eine gute Sache, Larry. Ja, ja, klar, ne? Ich hatte das Glück, dass ich an dem Tag nicht in der Schule war. Wäre ich dort gewesen, hätten sie geglaubt, dass ich es war. Ich habe es also persönlich genommen, verstehst du? Ist was voll, was der Putz, alles klar. Mhm. Edgeworth und ich redeten dann nach dem Klassengericht miteinander. Da erfuhr ich, dass sein Vater Strafverteidiger war. Ich erinnere mich, dass seine Augen glänzten, als er mir von seinem Vater erzählte. Mhm. Ich werde auch mal ein Strafverteidiger, genau wie mein Papa. Ein berühmter Strafverteidiger. Dann, ein paar Monate später, wechselte er auf eine andere Schule. Der Fall DL6, richtig? Richtig. Ich glaube, der Wechsel ging mit dem Tod seines Vaters zusammen, aber so sicher sein kann man sicher nicht. Also so einschneidend ist das ja im Leben jetzt nicht. Ne? Das ist richtig traurig. Ja. Erst ein paar Jahre später stolperte ich wieder bei Edgeworths Namen. Es gab einen Artikel über ihn in der Zeitung. Die Überschrift war so etwas wie Dunkler Verdacht gegen Staatsanwalt des Teufels. Und heute die Flüchtlingsdebatte in der Bild-Zeitung. Klatsch und Tratsch mit Heidi Klum. Beweismanipulation, Zeugenmanipulation, Faktenverschleierung, Manipulationsmanipulation, die Manipulation der Manipulation, die Manipulation manipulieren soll. Das alles und noch viel mehr. In dem Artikel stand, dass er sich für einen Schuldbruch wirklich beide Augen rausreißen würde. Aber warum? Was ist passiert? Ich meine, das ist nicht der Edgy, den ich kannte. Ganz genau, das dachte ich auch. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich versucht habe, Kontakt mit ihm aufzubauen. Er hat nie geantwortet. Ich schätze, er wollte seine alten Freunde einfach nicht mehr sehen. Ich konnte es nicht so einfach hinnehmen. Ich wollte mich mit ihm treffen, um zu erfahren, warum er so geworden ist, wie er nun ist. Da fiel mein Entschluss. Mit V. Richtig viele Entschlüsse. Was? Da kommt der Grammar-Nazi Maya durch, ja. Was? Phoenix, du bist ein Idiot! Warte, du meinst doch nicht... Darum? Darum bist du Verteidiger geworden, um Edgeworth zu treffen? Ich wusste, wenn ich Anwalt werden würde, würden wir uns treffen, ob er wollte oder nicht. Vor Gericht. Das reimt sich. Edgeworth glaubte damals an mich, und ich glaube an ihn. Er leidet, und niemand ist auf seiner Seite. Ich kenne als Einziger den wahren Edgeworth. Ich
Ich bin der Einzige, der ihm helfen kann. Uah, hey, Nick. Also, deshalb hast du mir umsonst aus der Klemme geholfen? Ja. Ich hab dir geholfen, weil ich an dich glaube. Aber ich hab nie gesagt, dass ich's umsonst mache. Oh, Nick. Das ist so rund. Nick, wir müssen Herrn Edgeworth retten. Und wenn's das Letzte ist, was wir tun, klar? Klar. Es könnte gut sein, naja. Zunächst ist er der alte Bootsverleiher. Wir müssen herausbekommen, wer er ist und was es mit ihm auf sich hat. Versuchen wir es erstmal mit dem Wer. Ich schätze, ich kann ein paar Beweise ablegen, die ich nicht mehr brauche. Na gut, los geht's. Dann gehen wir doch mal los. Bewegen. Wenn wir rausfinden wollen, wer der Bootsverleiher ist, dann gehen wir doch am besten an den Gürtsee. 27. Dezember, Gürtseepark, Eingang. Hey, Junge, lange nicht gesehen, ne? Oh, Inspektor Gumshoe. Das war eng heute, ne? Ja, schon irgendwie, ne? Ja, schon, alles klar. Es war spannend, dass ich meine Krawatte kaputt gemacht habe. Jetzt brauche ich eine neue, ne? Oh, alles klar, tut mir leid. Macht nix, Junge. Dank Ihnen wissen wir, wer der wahre Mörder ist. Alles klar. Sie meinen den Bootsverleiher? Hey, ich verspreche Ihnen was, ne? Wenn der Prozess morgen weitergeht, dann habe ich den Schurken in Gewahrsam. Was auch geschieht. Das bin ich Ihnen als Polizist schuldig. Jetzt muss ich aber weiter, Verbrecher jagen, ist schon klar. Inspektor Gumshoe hat heute alle Hände voll zu tun. Oh, eines auch noch, ne? Heute darf niemand den Wald betreten. Den Wald? Wo Lotta gecampt hat? Na, wissen Sie, im Wald ist Campen verboten und scheinbar hat der Parkaufseher was rausgefunden, ne? Jetzt hat er uns den Fürst auf den Hals geschickt, ne? Ziemlich aufgeregt hat er sich, also wenn er da jetzt hingeht, ne, das würde ich nicht empfehlen. Für eine Weile kann da niemand rein. Sieht völlig aus, als ich sie an alles vollgekackt. Wer mir sagen kann, wo das her ist, kriegt übrigens einen Keks von mir, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Ich schätze, Lotta hat jetzt lauter Schwierigkeiten. Ja, ein Brüller, ne, Junge? Wir sehen uns am Morgen. Alles klar. Tschüss. Alles klar, okay. Ich sag da jetzt am besten nichts zu. 27. Dezember, Gürtsee, öffentlicher Park, Strand. Der Stil-Schandfleck ist weg. Schandfleck? Sieht aus, als hätte der Hotdog-Stand auch geschlossen. Larry war wohl zu sehr mit dem Prozess beschäftigt, um zur Arbeit zu gehen. Kann ich verstehen, war ja auch ziemlich aufwühlend. Bootsverleih. 27. Dezember, Bootsverleih. Der alte Bootsverleiher ist nicht da. Ja. Ich hätte nie geglaubt, dass er ein Mörder sein könnte. Dieses Räuspern kommt mir bekannt vor. Hallöchen, Popöchen. Was machen Sie denn hier? Spazieren, hä? Ach, die Tage meiner Jugend, wie der Geruch frischer Zitronen. Herr Grossberg, jetzt ist nicht die Zeit, um in Erinnerung zu schwelgen. Herr Edgeworths Prozess ist morgen vorbei. Das stimmt, ja. Aber wenn ich schon heute zurückdenke, ist Edgeworth aus dem Schneider, ne? Oder nicht? So sicher wäre ich mir da aber nicht. Ha, wie meinen Sie das denn jetzt? Nun, ich weiß nicht so genau. Wenn Sie etwas herausfinden, dann kommen Sie sofort von meinem Büro vorbei, okay? Alles klar. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Bis dann. Danke. Auf Wieder. Tschüss. Was meinst du, warum Herr Grossberg hier war? Wer weiß. Dann gehen wir doch mal in den Bootsverleih, wenn der halt schon nicht da ist. Dann können wir uns doch da mal umsehen. 27. Dezember, Hütte des Bootsverleihers. Vielleicht finden wir ja noch einige Hinweise. Niemand da. Hallo! Hey, das ist Polly! Ich frag mich, wo dein Herrchen hingegangen ist, Polly. Hi! Na, was geht? Ich kann nicht glauben, dass er flüchtet und seine arme Papageiendame zurücklässt. Hi! Na, was geht? Ein sehr dressiertes Tier. So, was ich mir jetzt mal anschauen möchte, ist die Schließkassette da. Da kommt mir ein Gedanke, Nick. Polly kennt doch die Nummer für den Tresor, oder? Ja, das stimmt. Polly, was ist die Tresornummer? 1228, der alte Stinker kann mich mal. Machen wir ihn auf, Nick. Na los. Da ist bestimmt kein Geld drin. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber hey. Er hat ihn abgeschlossen, nicht? Also muss was Kostbares drin sein. Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht ist da auch nur die dritte Farbe für seine Nudeln drin. Okay, Nick. Lass uns einfach nachsehen, was drin ist. Vielleicht sind ein oder zwei Hinweise drin. Da liegt nur ein Brief. Ein Brief? Oh, wie langweilig. Da ist weder ein Name noch eine Unterschrift drauf. Er ist per Hand geschrieben, in einer sehr präzisen, klaren Schrift. Nehmen Sie Rache an Miles Edgeworth. Edgeworth?
Nick, warum steht da Herrn Edgeworths Name? Was soll ich das wissen? Ich lese mal den ganzen Brief. Nehmen Sie Rache an Miles Edgeworth. Da steht, das ist Ihre letzte Chance. Jetzt können Sie an den beiden Männern rächen, die Ihr Leben ruiniert haben. Der Rest des Briefs beschreibt detailliert die Vorgehensweise, wie Robert Hammond getötet und Edgeworth ruiniert werden kann. Edgeworth zum See rufen, ins Boot steigen, zweimal schießen. Genauso habe ich es heute vor Gericht dargestellt. Hier steht es schwarz auf weiß, bis ins kleinste Detail. Was hat das zu bedeuten, Nick? Ich weiß es nicht, aber das scheint Anweisung für den Bootsverleiher zu sein. Wenn er Robert Hammond getötet und Edgeworth gerufen hat, folgt er dieser Anleitung. Aber wer hat den Brief verfasst? Und warum steht da, nehmen Sie Rache an Miles Edgeworth? Ich habe keine Ahnung, okay? Aber eins ist sicher. Dieser Brief ist ein höchst wertvoller Hinweis. Nehmen wir am besten gleich mal mit. Ja, den sollten wir also nicht so leichtfertig herausgeben oder irgendwem zeigen. Das wäre äußerst ungünstig. Reden wir doch mal mit Polly. Hi, Polly! Vielleicht sollte ich mich um Polly kümmern, Nick. Du solltest sie vielleicht nicht einfach so mitnehmen. Die Polizei weiß doch über sie Bescheid. Ich bin sicher, dass sie schon für sie sorgen. Alles klar? Okay. Menno. Tut mir leid, Polly. Er sagt, ich darf dich nicht mitnehmen. Na toll, jetzt hasst mich der Vogel, ja. Das kommt dir bestimmt noch zugute, wenn der Vogel dich hasst, Felix. Der Vogel. Böser Vogel. Böse Polly! Böse! Aus, Polly! Böse Polly! Nein, Polly, das ist mein Napfkuchen. Ah, Polly will einen Keks! Polly will einen Keks! Gib mir was zu fressen! Ja, wer füttert denn jetzt die Polly? Das ist echt schon ziemlich dreist. Genau, zu Edgeworth. Vielleicht weiß der ja noch was. 27. Dezember, Strafanstalt, Besucherraum. Sie sehen grimmig aus, wie immer. Herr Edgeworth, ich kenne inzwischen die Geschichte vom Klassengericht. Klassengericht? Was meinen Sie? Sie erinnern sich nicht mehr dran? Nein, tue ich nicht. Ihr Essensgeld wurde doch gestohlen, oder? In der 4. Klasse. Essensgeld? Ja, richtig. Ja, ich glaube, ich erinnere mich da an was. Nick, du bist wohl der Einzige, der sich richtig erinnert. Ja, wahrscheinlich, weil es mir richtig viel bedeutete. Herr Edgeworth, wussten Sie das nicht? Dieses Gericht war der Grund dafür, dass Nick Strafverteidiger wurde. Hä? Lächerlich. Mann, danke. Das heißt, es hört sich wie alles an, was Sie tun. Sie haben sich kein bisschen verändert, nicht wahr, White? So einfach. Zu einfach. Nun, vielleicht ja, aber... Ich glaube, Sie haben sich zu sehr verändert, Edgeworth. Vielleicht. Reden wir doch mal mit ihm. Warum ist er denn Staatsanwalt geworden? Hey Edgeworth, warum sind Sie überhaupt Staatsanwalt geworden? Sie haben zu Ihrem Vater aufgeblickt. Sie wollten immer Strafverteidiger werden. Ich konnte mich der Realität nicht so verschließen wie Sie. Wie meinen Sie das? Mein Vater wurde mir genommen. Und da verlangen Sie, dass ich Verbrecher verteidige? Es tut mir leid, Wright, aber so ein herzensguter Mensch bin ich nicht. Damals wurde ein Verdächtiger festgenommen, der Ihren Vater ermordet haben soll, richtig? Ja. Es war der Mann, der mit meinem Vater im Fahrstuhl stecken blieb. Sein Name war Yanni Yogi. Er erschoss meinen Vater, egal wie sie es drehen und wenden. Aber er kam davon. Der Verteidiger boxte ihn raus. Das war Robert Hammond. An jedem Tag vor 15 Jahren waren wir drei 5 Stunden lang in diesem Fahrstuhl gefangen. Als man uns rettete, litten wir einen Sauerstoffmangel. An den Mord konnte ich mich nicht erinnern. Keine Erinnerung. Selbst heute kann ich mich nicht daran erinnern, was in dem Fahrstuhl passiert ist. Das war der zentrale Punkt der Argumentation von Yogis Anwalt. Er behauptete, Yanni Yogi sei durch Sauerstoffmangel nicht bei Sinnen gewesen. Yogi wurde aus Mangel an Beweisen wieder entlassen. Unschuldig. Da habe ich meine Meinung geändert. Ich begann Strafverteidiger zu hassen. Oh, das klingt natürlich jetzt nicht gerade elegant. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Von Karma? Er ist mein Mentor und ein Mann, der großen Respekt verdient. Er hat mir all meine Verhandlungstaktiken beigebracht. Er ist das, was meine Schwester für dich war, Nick. Er ist Perfektionist in allen Belangen. Vor Gericht, im Privatleben. Er ist besessen davon, alles perfekt zu machen. Perfekt, hä? Kein Fall, den er angenommen hat, blieb ungelöst. Und nicht ein Verdächtiger wurde freigesprochen. Jemals. Aber das ist... Ich weiß. Es ist möglich, dass ein paar der Verdächtigen unschuldig waren. Aber es ist unmöglich für uns, in jedem Fall eindeutig herauszufinden, wer es ist und wer nicht. Von Karma macht nur seinen Job. Er bringt Verdächtige hinter Gitter. Perfekt. In jedem Fall. Er hat keine Schwäche. Und sollte er doch eine bemerken, würde er alles tun, damit sie verschwindet. Edgeworth. Wenn das, was Sie sagen, wahr ist, dann werden Sie morgen schuldig gesprochen. Er hat recht.
Jetzt ist nicht die Zeit, den Gegner zu preisen, Herr Edgeworth. Meine Situation ist etwas seltsam, das muss ich zugeben. In der Tat. In der Tat. Viel mehr können wir da wahrscheinlich auch nicht tun, aber wir sollten Ihnen vielleicht mal das Briefchen hier zeigen. Edgeworth, sehen Sie sich diesen Brief mal an. Der war in dem Tresor, in der Hütte des Bootsverleihers. Ich verstehe. Rache an mir? Wer ist dieser alte Mann überhaupt? Ich weiß es nicht. Könnte er jemand sein, der wegen ihm verurteilt wurde, obwohl er unschuldig war? Ned Wright, aber ich erinnere mich nicht an den Alten. Kein bisschen. Also, hat er sich an diesen Brief gehalten? Das bedeutet, dass jemand anders dahinter steckt. Jetzt können Sie sich an den beiden Männern rächen, die ihr Leben ruiniert haben. Zwei Männer, damit sind ich und Robert Hammond gemeint. Darin steht auch, das ist Ihre letzte Chance. Letzte Chance? Warten Sie vielleicht. Vielleicht meint er die Verjährung des Falls DL6. Warten Sie. Warten Sie. Dieser alte Mann. Was ist denn? Kennen Sie ihn? Yogi. Könnte er Yogi sein? Yogi? Der Verdächtige im Fall DL6. Jener Mann, der freigesprochen wurde. Ist dieser alte Mann also wirklich Yogi Bär? Jani Yogi war damals ein Gerichtsdiener. Wir waren rein zufällig aus diesem Fahrstuhl vor 15 Jahren. Er, ich, mein Vater. Doch dann kam die Feuernation, ne? Nee. Das Erdbeben war unglaublich heftig. Bevor ich wusste, was los war, fiel schon das Licht aus. Wir waren so lange dort eingeschlossen, es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Die Luft wurde immer dünner und die Dunkelheit umhüllte uns in der kleinen Kabine. Wir wurden unruhig. Hilfe, ich krieg keine Luft mehr! Ruhe, Ruhe, ich gesagt, so helfen Sie uns kein bisschen. Ich will raus, Hilfe, holen Sie uns hier raus! Schreien Sie nicht so, das verbraucht nur noch mehr Luft. An mehr erinnere ich mich nicht. Als ich aufwachte, lag ich im Krankenhaus und starrte an eine Decke. Vor Gericht wurde Jani Yogis geistiger Zustand in Zweifel gezogen. Man behauptete, dass er durch Sauerstoffmangel und Stress zeitweise die Fassung verlor. Am Ende wurde diese Version angenommen und Yogi wurde freigesprochen. Aber ist das nicht seltsam? In diesem Brief steht, er soll sich an Edgeworth rächen. Warum sollte er sich an ihn rächen wollen? Right. Ja? In den letzten Tagen hat mich eine Sache durchgehend beschäftigt. Ich wusste nicht, ob ich es Ihnen sagen sollte oder nicht. Meinen Sie den Albtraum? Ein Albtraum, den ich hatte. Achso, die Erinnerung an ein Verbrechen, das ich begangen habe. Ein Verbrechen, das Sie begangen haben? Die Erinnerung an einen Mord. Ich glaube, es ist an der Zeit, Ihnen alles zu erzählen. In den vergangenen 15 Jahren hatte ich fast jede Nacht einen und denselben Traum. Ich wache schweißgebadet auf, jedes Mal. Was ist das für ein Traum? Es ist ein Traum über die Ermordung meines Vaters in der Dunkelheit. Hilfe, ich krieg keine Luft mehr! Ruhe, habe ich doch gesagt, das hatten wir doch eben alles schon. Ich will doch aber hier raus! Ja, aber Sie verbrauchen noch mit dem Schreien nur noch mehr Luft. Ich krieg keine Luft! Sie verbrauchen meine Luft, ja! Was? Hören Sie auf, meine Luft zu atmen, ich werde Sie aufhalten! Was tun Sie? Hören Sie auf, meine Luft zu atmen! Nein, Papa! Er greift Papa an! Dann sehe ich die Pistole zu meinen Füßen. Sie war ein Beweisstück aus dem Gericht. Oder gehörte dem Gerichtsdiener. Wie in Trance hob ich die Pistole auf. Hör auf! Lass meinen Vater in Ruhe! Nee, halt! Gurgi Edgeworth wurde ja erschossen, das war ja gar nicht. Und mit diesem Schrei wache ich auf. Es ist ein markerschütternder Schrei. Ein Schrei, der seit 15 Jahren in meinen Ohren ertönt. Aber... Das ist nur ein Raum, oder? Oder? Allein dieser Gedanke hält mich seit 15 Jahren bei Sinn. Aber was ist, wenn ich mich irre? Was ist, wenn es wirklich so war? Man sagt, dass manche Menschen Erinnerungen verdrängen zum Selbstschutz. Vielleicht war ich es, der meinen Vater tötete. Was? Wenn Sie es sich genau überlegen, ergibt das einen Sinn. Nehmen Sie Rache an Miles Edgeworth.
Stellen Sie sich vor, dass Yugi tatsächlich unschuldig war. Darum wollte er sich an mir rächen. Warten Sie, Edgeworth, Sie meinen... Ich war es. Ich war der Verbrecher im Fall DL6. Ich erschoss meinen Vater. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Aber was machen wir, Nick? Was können wir tun? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas machen können. Ob es uns gefällt oder nicht. Vielleicht gibt es jemanden, der sich mit dem Fall DL6 auskennt. Hm? Es gibt jemanden, Nick. Es gibt noch jemanden, der sich mit DL6 auskennt. Yep, das ist nämlich Marvin Grossberg. Der hat uns ja auch schon so nett angequatscht. Von dem wissen wir ja aus dem zweiten Fall mit Red Wright, dass der mit Fall DL6 ein bisschen was zu tun hatte. Da war ja Red Wright auch so ein bisschen involviert mit dem Blackmailing. Aber im Prinzip ging es ja eigentlich darum, dass Mayas Mutter da als Medium benutzt wurde im Fall DL6. Und ja, Herr Grossberg weiß das natürlich. Herr Grossberg. Na, guten Tag. Was ist los? Sie sehen besorgt aus. Natürlich sind wir besorgt. Ich kann nicht glauben, dass Sie nicht besorgt sind. Oh, hier, ja. Beruhigen Sie sich. Und dann sagen Sie mir, was passiert ist, ne? Es ist Herr Edgeworth. Ach, so ist das also. Ich verstehe. Edgeworth hat also geträumt, dass er seinen Vater ermordet hat. Es ist nur ein Traum. Nur ein Traum. Ich frage mich... Was fragen Sie sich? Wenn das so ist, warum sehen Sie beide dann so besorgt aus? Ha? Nun? Bedenken Sie Folgendes. Yugi hebt einen tiefen Hass gegen Malch Edgeworth. Der Hass sitzt so tief, dass er wegen Mordes vor Gericht springen will. Das führt mich zu der Annahme, dass Herr Edgeworths Traum kein Traum war, sondern die Realität. Wie Sie es geahnt haben. Miles Edgeworth warf die Pistole, um seinem Vater zu retten. Dabei löste sich ein Schuss und schon war es passiert. Ja. Nun ja. Nein! Nein, das glaube ich nicht. Yugi wurde wegen Mordes angeklagt und seine Karriere als Gerichtsdiener war vorbei. Darum wollte er Rache an Miles Edgeworth nehmen. Es war seine letzte Chance, denn die Verjährung stand kurz bevor. Ja, das ist natürlich ungünstig. Was wissen Sie denn über Edgeworths Vater? Er war ein Strafverteidiger, der seinesgleichen suchte. Das klingt zwar banal, aber stimmt, ja. Im Vergleich gab es jemanden, der ebenbürtig war. Ihre Mentorin, Mia Fey. Meine Schwester? Ich würde ihn ja gerne so ein bisschen räuspern sprechen, aber irgendwie macht mein Hals da gerade nicht mit. Das ist ein bisschen problematisch. Ich trinke mal einen Schluck, vielleicht kriegen wir dann den Grossberg besser hin. Na, Duft frischer Zitronen. Na, die Tage meiner Kindheit. Gregory Edgeworth verabscheute Herrn von Karmasch Methoden. Das überrascht mich nicht. Von Karma ist extrem. Für ihn sind falsche Aussagen und Beweise nichts Besonderes. Das Resultat eine perfekte Siegesbilanz vor Gericht. Um ihn zu schlagen, versuchte Gregory Edgeworth auf seine Methoden aufmerksam zu machen. Und? Tja, er verlor halt, ne? Und er starb voller Verzweiflung. Ich verstehe. Okay. Als Gregory Edgeworth getötet wurde, wandte sich die Polizei an ein Medium. Das war ihre Mutter, Misty Faye. Ich bin Gregory Edgeworth. Ich wurde ermordet. Mein Mörder war der Gerichtsdiener Yanni Yogi Bär. Und dennoch wurde Yogi freigesprochen. Kann gar nicht verstehen, dass das kein seriöser Beweis ist. Bei mir in der Kirchengruppe sind sich alle einig. Da hat unsere Mutter uns verlassen. Man stempelte sie als Betrügerin ab. Das stimmt. Alle glauben das. Nur ich nicht. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, es scheint, als sei es Gregory Edgeworths Geist gewesen, der Luke. Gregory Edgeworth muss gewusst haben, wer ihn erschossen hat. Das glaube ich nicht. Sie meinen also, dass er falsch aussagte? Sie meinen, Edgeworth log, um seinen Sohn zu beschützen? Das ist nur eine Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit. Ja, Möglichkeiten sind Möglichkeiten. Und wir wissen nicht, was die Wahrheit ist, bevor wir nicht den letzten Fall gelöst haben. Ja, deswegen zeige ich dir mal das hier, Mr. Grossberg. Aha, das ist also der Brief, von dem sie geredet haben. Es scheint, als wäre Yogi seine Inhalte erforscht.
als er Hammond umgebracht hat, ne? Aber warum hätte der Robert Hammond umbringen sollen? Hammond war ein gnadeter Verteidiger. Aber er verteidigte seinen Mandanten nicht in deren, sondern in seinem Interesse. In seinem Interesse? Er glaubte seinen Mandanten nicht. Er glaubte nur an seine Fähigkeiten. Aber er hatte doch einen Freispruch erreicht. Warum also? Er war etwas anders, meine Liebe. Er gewann diesen Freispruch nur im Schein. Yogi war zwar freigesprochen worden, aber auch sozial war er ruiniert. Ha? Der Schwärze gleich verstehe. Warten Sie. Was ist? Dieser Brief. Ich kenne diese Handschrift irgendwoher. Wessen Handschrift ist denn das? Wissen Sie, wer das geschrieben hat? Miles Edgeworth bestimmt nicht. Janni Yogi auch nicht. Manfred von Karma. Könnte es Manfred von Karma gewesen sein? Von Karma? Warum soll der was damit zu tun haben? Ich bin mir nicht sicher. Die anderen beiden Möglichkeiten klangen aber genauso abstrus und sind schon ausschließbar. Und Manfred von Karma steht noch im Raum. Von Karma, von Karma. Warten Sie! Sie haben recht, Jungsche! Das ist von Karmas Handschrift, da bin ich mir absolut sicher. Ich kenne sie noch von der ganzen Gerichtsunterlage, die ich ausfüllen muss. Was? Aber das heißt ja, derjenige, der eine Yogi zum Mord aufforderte, war... Korrekt, Manfred von Karma ist selbst. Was bedeutet das? Warum sollte von Karma Edgeworth ruinieren wollen? Okay, jetzt spitzt sich die Lage langsam zu. Hätte von Karma tatsächlich diesen Brief verstehen, hätte er die Wahrheit gekannt. Er hätte gewusst, dass Miles Edgeworth seine Vater aus Versehen getötet hat. Ich schätze, dass er morgen vor Gericht das gleiche sagen will. Er wird so lange betonen, dass er Miles Edgeworth schuldig gesprochen wird. Nein? Aber warum weiß von Karma so gut über Herrn Edgeworths Vergangenheit Bescheid? Selbst Herr Edgeworth glaubt, es war nur ein Albtraum. Das weiß ich nicht. Aber wie ich weiß, was von Karma hartnäckig und perfektionistisch ist. Vielleicht will er sich an Gregory Edgeworth rächen, indem er seinen Sohn schadet. Wie meinen Sie das? Vor 15 Jahren traf er sich von Karma und Gregory Edgeworth vor Gericht und von Karma hat gewonnen. Aber es kam nicht unbeschadet aus der Verhandlung raus. Was passiert im Prozess zwischen Edgeworths Vater und von Karma? Von Karma erreichte den gewünschten Schuldspruch, er gewann den Prozess, ja. Aber Gregory Edgeworth beschuldigte von Karma, Beweise gefälscht zu haben. Und obwohl er den Prozess verloren hatte, standen Herrn Edgeworths Anschuldigung immer noch im Raume. Gefälschte Beweise? Es war der einzige Marke, der absolut einzige, mit dem von Karma in seiner ganzen Karriere je zu kämpfen hatte. Gregory Edgeworth hat von Karmas perfekter Siegesbilanz eine Delle zugefügt. Wow! Das muss ein ziemlicher Schock für von Karma gewesen sein. Danach nahm er erstmal einige Monate Urlaub. Urlaub? Ja, ziemlich ungewöhnlich für ihn, ne? Es war der erste und bisher einzige Urlaub in seiner langen Karriere. Echt? Er nimmt uns nie Urlaub? Zum Beispiel, um ans Meer zu fahren oder in die Berge? Sagen Sie nicht, er war noch nie in Europa. Du hast komische Vorstellungen von Urlaub, Maya. Was ist daran komisch? Jedenfalls, es war das einzige Mal, dass er Urlaub genommen hat. Ich glaube, dass dieser Makel ihm sehr zu schaffen machte. Seltsam. Wenn es ihm so sehr um eine makellose Bilanz ging, warum hätte er eine so lange Pause machen sollen? Was machen wir, Nick? Von Karma wird den Fall DL6 ins Spiel bringen, darauf kannst du wetten. Was, wenn Herr Edgeworth sich im Fall DL6 so schuldig bekämt? Das werde ich nicht zulassen. Herr White, ne? Auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Aber ein versehentlicher Mord ist immer noch Totschlag, wissen Sie? Ja, das weiß ich. Ich glaube aber an Edgeworths Unschuld. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden umgebracht hat. Aber Nick? Herr Edgeworth hat es doch gestanden. Sein Vater muss im Tod gelogen haben, um ihn zu schützen. Das ist mir egal. Ich weiß, dass er unschuldig ist. Herr Wright. Wenn Sie so davon überzeugt sind, kann ich das aber mal überprüfen. In der Polizeiakte könnte etwas von Interesse stehen, ne? Herr Grossberg, vielen Dank. Ich kann Ihnen nichts versprechen. Die Chance, etwas zu finden, stehen echt schlecht. Ich verstehe schon. Die Polizeiunterlagen, ne? Da müssen wir wohl nochmal mit Gumshoe reden. Gehen wir doch einfach mal zur Kanzlei. Nur noch einen Tag, Nick. Ja, ich weiß. Na dann lass uns keine Zeit verlieren. Los geht's.
Ja, wir wollen ja weiter. Man kann nicht direkt zur Kriminalabteilung von der Kanzlei Wurzburg. 27. Dezember, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hier ist kaum jemand. Suchen wir alle nach dem Alten, nach Yogi. Ach, Sie sind's, hä? Ich glaube nicht, dass Gamschu heute noch zurückkommt. Er ist unterwegs und sucht jemanden. Hört sich an, als sucht der Gamschu tatsächlich. Vielleicht könnten wir noch mal einen Blick ins Archiv werfen. Nun, ich kann nicht jedem Zutritt gewähren, aber ich glaube, dass er von Karma sich sowieso gerade dort umsieht. Solange er drin ist, können Sie auch rein. Von Karma? Ja, er ist gerade reingetroffen, ne? Von Karma ist im Archiv. Nick, schnell! Ja, jetzt interessiert mich ja echt, was hier so los ist. 27. Dezember, Polizeirevierarchiv. Staubig wie immer. Wir waren erst gestern hier. Bestimmt hatten sie noch keine Zeit zum Saubermachen. Was ist los, Nick? Nichts. Ich habe gerade festgestellt, dass er nicht da ist. Von Karma. Ja, dann haben wir ja Zeit, uns mal die Schublade da anzuschauen, die er aufgemacht hat. Er war der Letzte, der hier war. Eine der Schubladen ist offen. Jetzt muss jemand vor kurzem dort hineingesehen haben. Auf dem Schild steht ungelöste Fälle, Beweise. Ungelöste Fälle? Nick, die Akte zum Fall DL6. Die Schublade ist leer. Was? Was machen Sie denn hier? Von Karma. Sie? Woher wissen Sie, wer ich bin? Kennen wir uns? Aber was sagen Sie denn da? Wir sehen uns jeden Tag, oder nicht? Wir sind die Verteidiger von Miles Edgeworth. Verteidiger? Tut mir leid. Wie Sie sehen, erinnere ich mich kaum an Strafverteidiger. Sie sind wie Ungeziefer für mich. Nutzloses Gesocks, das man zertreten sollte. Man merkt, dass dieser Kerl Edgeworths Mentor war. Der sieht ja auch sehr glücklich aus. Herr Edgeworth war Ihr Schüler, nicht wahr? Ein Romantiker, der seine amateurhafte Art nie ganz abschütteln konnte. Genau wie sein Vater, immer der Zweite. Herr von Karma, Sie hatten ein Problem damit, Herrn Gregory Edgeworth, oder? Ich? Ein Problem mit einem einfachen Strafverteidiger? Warum sollte ich? Vielleicht, weil er Ihrer Marke so ein Siegesbilanz eine Delle zugefügt hat. Jetzt werden wir aber richtig provokant, Phoenix, oder? Also ja, aber was ich nicht verstehe ist, warum Sie seinen Sohn unter Ihre Fittiche genommen haben, erzählen Sie doch. Phoenix, Mann, das kannst du doch vor Gericht morgen machen, wo er dir nicht gehässig antworten darf. Den Sohn ihres erbittersten Rivalen. Das, mein verehrter Herr Anwalt, geht sie absolut überhaupt nichts an. Ja, hat er ja eigentlich recht, ne? Morgen ist der letzte Tag des Prozesses. Es ist eine Weile her, dass ein Verteidiger so lange durchgehalten hat. Dennoch werden sie am Ende verlieren. Miles Edgeworth wird seine Schuld eingestehen. Sie meinen seine Schuld von vor 15 Jahren? Sie sind ein fleißiger Rechercheur. Wenn Sie schon Ihre Hausaufgaben so gut erledigen, dann verstehen Sie es sicher. Sie wissen, was Miles Edgeworth morgen vor Gericht sagen wird. Wir hatten recht. Von Karma wird den Fall DL6 morgen vor Gericht aufrollen. Aha. Jetzt wissen wir auch nicht mehr, was wir weitermachen können. Dann machen wir doch halt einfach mal den Phoenix. Das haben wir ja schon zweimal in diesem Spiel gemacht. Beweise vorgezeigt, die Personen vor uns direkt belasten. Aber das Problem an der Sache ist, das ist meistens nicht so gut ausgegangen. Wir erinnern uns an Red White, der uns dann verhaften ließ. Wir erinnern uns an Eva Ske, die uns mit ihrer Mafia auf den Hals gerückt ist, wo Gamschu in letzter Sekunde eingetreten ist. Aber wir lernen ja nicht draus. Wir zeigen jetzt mal von Karma auch noch den Brief. Wir müssen das tun. Es gibt keine andere Möglichkeit. Herr von Karma, sehen Sie sich das hier mal an, hä? Das waren Sie, nicht wahr? Wir sind wohl wieder ganz gerissen, Phoenix, hä? Ja, Sie wissen, Sie wiesen ja nicht Yogi an ein Monster wie. Komm schon, erzähl mal. Ernie Yogi, wie viele Jahre mag es her sein, dass ich diesen Namen gehört habe? Er ist ein Dummkopf. Ich sagte ihm, er soll es verbrennen, nachdem er es gelesen hat. Sie geben es also zu? Sie schrieben Herrn Yogi diesen Brief? Ja, verehrter Herr Anwalt. Danke für die Mühen, zu mir zu bringen. Sie haben mich damit vor einigen Unannehmlichkeiten bewahrt. Was? Nick, was ist das? Das, mein lieber Freund, ist ein Elektroschocker zur Selbstverteidigung. So ist es. Ich verteidige mich selbst vor Ihren maßlosen Anschuldigungen. 600.000 Volt durchjagen Ihren Körper wie bei einem Hund in einem elektrischen Zaun. Ich bin der elektrische Zaun. Sie sind der Hund. 600.000? Ach, keine Sorge. Er ist nicht tödlich. Meistens zumindest. Geben Sie mir jetzt einfach den Brief. Nein. Nein. Ey, was machen Sie denn?
Nick, lauf! Mami, bist du es? Maya! Aus dem... Ich hab das Essensgeld nicht geklaut. Er hat uns... Der Brief ist futsch natürlich. Und er hat die DL6-Beweise auch alles... Nun stehen wir wieder am Anfang. Warte, warte, Maya sprang zu er... Maya! Maya, geht es dir gut? Maya? Maya, mach die Augen auf. Hm? Maya! Nee, der Brief, hat er ihn? Ja, geht es dir gut? Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich sprang so schnell es ging auf der Schuss und diesen Ding hat mich voll erwischt. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Weder zum Anwalt noch zum Medium. Ich kann noch nicht mal meine Schwester rufen. Nicht mal jetzt, wo wir sie am dringendsten brauchen. Ich wünschte, ich wäre nicht mehr aufgewacht. Sag doch sowas nicht, Maya. Maya! Es muss eine Möglichkeit geben, wie ich ihr helfen kann. Ich sollte lieber erstmal was für ihr Selbstvertrauen tun. Hä? Maya, sie hat etwas in der Hand. Was ist das? Eine Kugel? Fall DL6, Beweisstück Nummer 7 aus dem Herz von Gregory Edgeworth. Ich erinnere mich. Vom Karma hielt sie in der Hand, als Maya ihn ansprang. DL6 Kugeltasche. Ich beweise es dir, Maya. Du bist alles andere als nutzlos. Ich beweise es dir morgen vor Gericht. Damit folgt die Fortsetzung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen vor Gericht beenden wir diesen Fall. Dritter Gerichtstag ist letzter Gerichtstag. Weiter kann es nicht gehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich die Sache noch auflöst. Ist Edgeworth jetzt der Schuldige im Fall DL6? Ist er es nicht? Was kann diese Kugel für uns tun? Warum müssen wir eigentlich immer unsere Beweise, die wir noch gebrauchen könnten, anderen Leuten vorzeigen? Das war jetzt ein sehr seltsamer Tausch, aber wir werden sehen, was von Karma morgen vorbringen wird. Er ist ein Arschloch, aber das seht ihr erst nächsten Sonntag. Diesen Sonntag gibt es diesen Part, nächsten Sonntag den nächsten Part. Phoenix Wright, Ace Attorney, immer sonntags jetzt. Ich werde mich bemühen, dass ich das also ab jetzt auch einhalten kann. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit nicht wieder 4 Wochen am Stück verhindert sein, das tut mir auch nochmal leid. Aber jetzt, wie gewohnt, immer sonntags Phoenix Wright und wir ziehen das ganze Spiel jetzt nochmal schön durch. Danach kommt ja noch ein Fall und dann bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt fandet mit dem einen Bildschirm, nur ob das jetzt besser oder schlechter war. Könnt mir auch gerne schreiben, was ihr denkt, wie der Fall am Ende aufgelöst wird, außer ihr wisst es. Keine Spoiler, nur Vermutungen bitte, das ist ja klar. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restsonntag oder... eine Woche. Kommt gut nach Hause oder was weiß ich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.